Max, für dich gibt es sozusagen, ich will mal sagen, einen neuen Sprung in deiner Basketballkarriere. Die Vogtmänner und Bartels sind weg. Auf einmal sitzt du hier am Podium, gleich noch Co-Kapitän. Was bedeutet das für dich? Das ist natürlich eine Riesenchance, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen jungen Deutschen. Und wir probieren natürlich, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Wir trainieren sehr hart und wollen uns natürlich zeigen, dass wir auf BBL-Niveau spielen können und freuen uns jetzt auf die kommende Saison. Du tust das gerade so ab, aber irgendwo muss ja auch bei dir auch eine Freude sein, oder? Natürlich, als Spieler will man natürlich immer spielen. Letztes Jahr habe ich relativ wenig gespielt und ich hoffe natürlich, dass ich dieses Jahr eine größere Rolle spiele und freue mich einfach. Was erwartest du denn da? Letztes Jahr war ja gerade die drei, Klein, Vogtmann, Bartel, die standen ja im Fokus fast jede Woche. Die sind jetzt alle weg und jetzt kommt der März. Ja gut, die drei haben natürlich Riesenschritte gemacht, vor allen Dingen auch seitdem sie angefangen haben. Ich denke, da kommt man jedes Jahr eine Entwicklung finden und natürlich probiert man da in die Fußstapfen zu treten, auch wenn es natürlich schon sehr große Karrieren jetzt schon sind, die drei. Vorher haben ja auch alle einen Sprung gemacht und nicht nur ich, sondern auch Stefan Hilshöfer und Niklas Kiel, wie sie alle heißen, probieren natürlich, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Und Frankfurt ist ja auch dafür bekannt, dass die deutschen Spieler sehr entwickeln können. Und das hoffen wir natürlich für uns dann auch. Wie erlebt man das so als Spieler? Ihr habt ja einen relativ großen Aderlass gehabt. Wie erfährt man das? Wie geht man dann damit um? Und wie arbeitet man dann mit den Neuen zusammen? Ja, wie geht man damit um? Also man gönnt es natürlich jedem Einzelnen, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben, gute Verträge unterschrieben haben. Also da ist kein böses Blut, sondern man freut sich natürlich für die Teamkollegen. Man hat ja auch sehr lange, also ich habe glaube ich 3 Jahre mit Konsti, Danilo und Joe zusammengespielt und das freut dann natürlich, dass sie so erfolgreich sind. Und als es dann klar war, war für uns Jungen dann natürlich auch klar, dass wir nochmal extra viel geben müssen in der Offseason, dass wir eine Chance bekommen könnten dieses Jahr, in dieser Saison, haben sehr intensiv alle zusammen im Sommer gearbeitet und die Integration mit den neuen Spielern, die jetzt kamen, war komplett unproblematisch und wir haben jetzt schon eine sehr gute Teamchemie und freuen uns jetzt, dass es endlich losgeht. Letztes Jahr war eine überragende Saison. Alles, was Gunnar Wöbke vor einem Jahr vorher gesagt hat, ist ja eingetroffen. Die Erwartungen sind natürlich dann auch von außen gesehen relativ hoch. Ja, natürlich, wir haben eine sehr erfolgreiche Saison und wir probieren natürlich jetzt alles zu geben. Es ist natürlich klar, wir sind jetzt erst relativ frisch zusammengekommen, also unser Team ist erst seit 1-2 Wochen wirklich komplett. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir uns perfekt auf dem Feld zusammen verstehen, bis die Systeme komplett verinnerlicht sind, aber wir denken trotzdem, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können.